Deswegen machen wir jetzt Druck. Verkehrswende bedeutet Klimaschutz. Für neue Straßen müssen wir Wälder abholzen und Moore trockenlegen. Moore und Wälder sind aber CO2-Speicher. Sie helfen uns beim Klimaschutz. Es ist folglich falsch, das zu tun. Wir müssen das Verkehrsangebot dringend verbessern. Wir brauchen exzellente Bahnverbindungen für Personen und für Güter. Wir brauchen Busse und Bahnen für alle, auch auf dem ländlichen Raum. Und wir müssen es ermöglichen, dass die Menschen auch kurze Strecken, zum Beispiel mit dem Fahrrad, bewerkstelligen können. Und dafür müssen wir auch alle Dörfer ans Fahrradnetz anschließen. Da müssen wir schneller werden. Die Klimaschutzlücke im Verkehr ist riesig. Wir haben dringenden Handlungsbedarf. Wenn wir nicht handeln, wird die Klimaschutzlücke noch größer.